Herr Stadtrat, Sie sind Unternehmer und sind sozusagen der Finanzminister Schelding in Weidhofen. Ja. Warum glauben Sie eigentlich, dass so wenige Menschen aus dem Unternehmertum in die Politik wechseln bzw. dort auch aktiv sind? Wenn man Politik ernst nehmen möchte, wenn man was konstruieren möchte, wirklich tatkräftig mitarbeiten möchte, was verändern und bewegen möchte, dann ist das ein zweiter Job. Und das lässt sich neben Familie, Beruf und dann noch Politik sehr schwierig vereinbaren. Was natürlich dann bei der Politik noch zusätzlich dazukommen, ist einfach auch Termine, die man wahrnimmt, um auch den Kontakt zu den Menschen zu haben. Zu wissen, was bewegt die Menschen, was ist ein Weidhofenerinnen und Weidhofener, was ist dem wichtig, um natürlich nicht Politik zu machen, die am Menschen vorbeiführt, wie wir es leider Gottes auch oft erleben oder wir alle das Gefühl haben, dass das oft passiert. Und um all das wahrnehmen zu können, ist es halt schwierig zu sagen, bringe das zeitlich unter einen Hut. Und was war Ihr persönlicher Beweggrund? Ich bin 1996 als nicht gebürtiger Weidhofener nach Weidhofen gekommen und ich bin sehr, sehr gut aufgenommen worden in St. Georgen, in Weidhofen, und für mich ist es Teil meiner Aufgabe, Teil meines Pflichtbewusstseins für die Stadt auch was zurückzugeben, was mitzuhelfen, und ich glaube, dass ich was bewegen kann in eine positive Richtung. Und deshalb war für mich klar, dass ich an dieser Politik teilhaben möchte. Und vor allem, was der ausschlaggebende Punkt war, in dem Team, das wir momentan sind, in Weidhofen, kann man auch auf etwas bewegen. Jetzt ist es nun so, Unternehmertum hat mit Budgets zu tun, hat mit Steuern zu tun etc. Das ist nicht unbedingt das, was eine Gemeinde hat, nämlich eine Kameralistik. Was unterscheidet eigentlich die Kameralistik von Unternehmertum und Bilanzen? Die Kameralistik ist im Wesentlichen, im Unterschied zur doppelten Buchhaltung, beschränkt sich auf die Budgeterstellung, die Planerstellung bezogen auf sogenannte Haushaltsstellen. Ja? Und was die Kameralistik auch nicht macht, ein zweiter großer Unterscheidungsfaktor, ist die Bewertung von Vermögen, das jetzt in der Bilanz passiert. Das sind die zwei wichtigen Sachen. Ich habe aufgrund meiner früheren Arbeit schon mit Kameralistik zu tun gehabt. Wir haben einmal Software programmiert für Krankenhäuser in Österreich. Da ist mir die Begrifflichkeiten sehr gut geläufig. Beides ist eine verschiedene Art und Weise der Darstellung von Zahlen. Im Grunde läuft es dann immer wieder auf sehr ähnliche, wichtige Kennzahlen hinaus. Und die findet man in der Kameralistik als auch in der Topik. Und ich denke mir, die Unterschiede sind gegeben, aber in die Kameralistik sich einzuarbeiten ist bewältigbar. Es ist nun so, wenn wir gleich bei diesem Thema bleiben, in der Kameralistik werden zum Beispiel Baugründe hineingenommen in die Bewertung, obwohl sie noch gar nicht verkauft sind. Aber jetzt werden bereits wieder neue Baugründe aufgeschlossen. Könnte es dort auch passieren, dass die Gründe sich verzögert verkaufen oder überhaupt nicht verkaufen? Also die Kameralistik bewertet, hat ja kein ausgewiesenes Anlagevermögen, sondern was man in der Kameralistik macht, man plant Einnahmen. Man plant Ein- und Ausgaben natürlich im folgenden Jahr, im nächstjährigen Budget und dann für die Folgejahre, im sogenannten mittelfristigen Finanzplan. So, was wichtig ist und was wir machen ist, wir planen diese Einnahmen und natürlich sind diese Einnahmen risikobehaftet. Wir hatten zu Mitte letzten Jahres schon erkannt und frühzeitig versucht gegenzusteuern. Wir haben gesagt, wir haben so und so viele Grundverkäufe und damit Erlöse geplant. Nun schaut es schlecht aus, haben wir noch nicht erreicht. Jetzt haben wir zum Beispiel gesagt, das war eine meiner Forderungen, gehen wir doch an einen Professionisten, sprich an lokale Immobilienmakler, Leute, die das ein tägliches Geschäft ist, um auch wirklich dieses Ziel einzuhalten und zu pushen. Haben wir dann auch gemacht, ist in der September-Sitzung dann entschieden worden, um auch wirklich dieses Ziel zu erreichen. Das Risiko besteht immer, sei es im Unternehmertum, sei es in der Gemeinde, dass ich bestimmte Einnahmen in diesem Fall nicht lukrieren kann. Was wir machen müssen ist,
gegenzusteuern, zu sagen, wenn ich zu diesen Bedingungen eine bestimmte Einnahme nicht lukrieren kann, dann muss ich mir was überlegen. Entweder ich bewerbe es anders, ich bewerbe es zusätzlich oder ich muss an Bedingungen etwas verändern, damit es lukrativ und interessant wird. Was ganz wichtig ist in der Gemeinde, dass der ordentliche Haushalt ausgeglichen funktioniert, was in Weidhofen nicht der Fall ist. Was sagt der Finanzchef dazu? Wie kann er damit leben? Kann er manchmal nicht schlafen? Nein, momentan, also schlafen kann ich, da ist auch wichtig, weil sonst kann man seine Arbeit nicht vernünftig machen. Ganz wichtig, ich möchte da nicht zu tief ins Detail gehen oder Verwirrung stiften. Wichtig ist der ordentliche Haushalt in der Darstellung beinhaltet auch die Tilgungen, die Schuldenrückzahlungen. Und bezogen rechnen wir diese Schuldentilgungen, die wir klarerweise jedes Jahr auch tätigen müssen, mit ein, dann ist, so wie Sie sagen, richtigerweise sagen, der ordentliche Haushalt negativ. Wichtig ist mir nur an dieser Stelle festzuhalten, ohne etwas beschönigen zu wollen, wichtig ist mir festzuhalten, dass die Struktur der Stadt grundsätzlich stimmt. Es gibt die sogenannte Querschnittsbetrachtung. Das heißt, was sind die laufenden Einnahmen im Jahr, die Stadt hat? Was sind die laufenden Ausgaben im Jahr? Einschließlich dieser Zinszahlungen, aber ohne dieser Tilgungen. Und wie schauen wir aus? Was bleibt da für einen Überschuss über? Da erreichen wir jährlich einen Überschuss zwischen 2-2,5 Millionen Euro. Und damit können wir auch unseren außerordentlichen Projekte, diese einmaligen Projekte, Straßen und so weiter, auch finanzieren. Was uns natürlich wehtut und was uns schmerzt, ist diese Darlehensrückführungen, dieser Schuldenstand. Ich würde mir auch eine andere Situation wünschen, aber ich glaube, dass wir mit diesem Plan seit 2009 weg der Schuldenreduktion um jährlich 500.000 Euro auf dem richtigen Weg sind und dieses Ziel auch bis 2020 wieder in dieser Art und Weise erreichen werden. Warum ist eigentlich der Schuldenstand zwischen 15 und 16 erhöht worden? Der Schuldenstand, wie zuerst erwähnt, wir haben von 2009 weg der Gemeinde hat beschlossen, wir setzen uns dieses Ziel, 500.000 Euro jährliche Reduktion. Und es wurde bis Ende 2015, in dem Jahr, wo auch der Schuldenstand bereits erhöht werden musste, auch wirklich eingehalten. Warum 15 und 16 ein Aufbau von Schulden? Das hat jetzt nichts mit irgendeiner Entwicklung im ordentlichen Haushalt zu tun, sondern mit außerordentlich hohen Investitionen, die auf uns zugekommen sind. Sehr, sehr große Projekte. Ich erinnere an die Wiener Straße, die voriges Jahr begonnen wurde, eine Hälfte schon abgeschlossen wurde, heuer die zweite Hälfte. Der Steg, der natürlich auch zu Buche geschlagen hat. Kurze Frage noch zum Steg. Es stand im Raum, dass nicht die ganzen 800.000 bei der Stadt hängen bleiben, sondern dass es auch von der Dorferneuerung 50% gibt. Ist das aufrecht? Was momentan läuft, das ist diese 50%-Anfrage zur Förderung von Zusätzen von 50% beim Land. Und dieses Förderantrag ist abgegeben beim Land. Wir haben noch nicht die finale Zusage. Wir hoffen aber oder gehen bis dato davon aus, dass wir diese 50%-Förderung da erhalten. Die Belastungen, die auch seitens des Bundes immer auf die Gemeinden zukommen, das heißt, die Schere wird größer. Der Parameter, der regelt, wie viel eine Stadt bekommt, ist momentan ausschließlich auf die Einwohneranzahl bezogen. Das führt natürlich zu einem Konkurrenzverhalten zwischen den Gemeinden, das ich nicht als sinnvoll erachte. Das führt dazu, dass sich eine Gemeinde Grundstücke oder den Zuzug versucht heranzuziehen und der anderen Gemeinde etwas wegzunehmen, und das macht gesamtwirtschaftlich keinen Sinn. Es ist aber das Ziel des Bürgermeisters, hier vehement darauf zu dringen, dass Weidhofen mehr Bewohner bekommt. Was bekommt eigentlich Weidhofen pro Bewohner? Wir reden da in der Größenordnung von 1.000 Euro. Das heißt, über diese Ertragsanteile kann man rechnen pro Einwohner in Weidhofen pro Jahr 1.000 Euro. Das heißt also, wenn jetzt mit starken Bemühungen 100 mehr Bewohner in den nächsten Jahren in Weidhofen sich ansiedeln, macht das im Budget nicht wirklich was Großartiges aus? Ich glaube, dass das, Sie haben insofern recht, natürlich 100.000 Euro für eine Stadt, für unser Budget hilft. Jeder Posten hilft und jede zusätzliche Einnahme hilft.
Die Auswirkung, die aber 100 zusätzliche Einwohner haben, ist ja weit mehr, weil aus meiner Sicht das wichtigste Zugpferd oder die wichtigste Motivation, warum man sich in Weidhofen ansiedelt, warum man zusätzliche Einwohner generieren und dazu motivieren kann, in Weidhofen zu leben, ist der Arbeitsplatz. Und damit geht einher nicht nur diese Ertragsanteile, Erhöhung durch diese zusätzlichen Einnahmen aus den Ertragsanteilen, sondern auch zusätzliche Einnahmen, weil Arbeitsplätze geschaffen werden, weil hier Wertschöpfung in der Stadt bleibt, weil die Leute sich oder die zukünftigen Einwohner natürlich in Weidhofen sich bewegen, ihr Geld ausgeben, hoffentlich auch lokal einkaufen, und damit ist die Wertschöpfung natürlich eine größere.